Ja, hallo vom Z4 Yoga. Mein Name ist Markus, Heilpraktiker, Dozent für Yoga, Naturheilverfahren, Autor verschiedener Akupunkturbücher und des Yoga-Magazins Padmasana. Nun, über das heutige Thema habe ich schon einige Videos gemacht. Und trotz allem hat man immer das Gefühl, man muss mehr das in die Welt tragen, aber man kann nichts beschleunigen. Und zwar ist es das Thema Flucht. Man flüchtet vor dem Leben. Viele Menschen wollen leben und sagen dann, na, ich will leben. Da macht man riesen Weltreisen. Man tut Bungee-Jumping machen. Man kauft sich dieses, jenes, man besäuft sich, man feiert. Doch alles oft eine Flucht vor sich selbst. Man flüchtet vor sich selbst, vor den Zuständen, die man erkennen würde, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt. Einer der bekanntesten Fluchtorte ist das Handy. Kann man immer mitnehmen, ist immer gut. Sobald man Scheißgefühle hat, guckt man da rein, surft ein wenig rum, dippel, dippel, dappel. Und schon ist man nicht mehr bei sich, was für viele Menschen anscheinend gut so ist. Doch wo lebt man dann? In einer Scheinwelt. Und wenn man sich selbst nicht mag, flüchtet man zum Beispiel in die Handywelt, in die digitale Welt, die ja zweidimensional nur ist. Und die reale Welt, was immer real heißt, ist dreidimensional. Wenn wir die Zeit dazu nehmen, vierdimensional und der Mensch, das Wesen als unendliches göttliches Geschöpf ist ja, weiß nicht, multidimensional. Man flüchtet also in eine andere Dimension, Handy, Fernseh, Computer. Manche Menschen, da reicht es nicht aus, man flüchtet sich in die Arbeit, man arbeitet, gleichzeitig das Handy wird betätigt. Dann ist man zu Hause, man erkennt, oh, die Kinder wollen was, die Frau will auch was, oh, ich schaffe das gar nicht. Dann flüchtet man sich in das Hobby, ach, ich muss ja noch in meinem Garten was tun, dass wir was zu essen haben. Und man findet Ausreden, ja, ich mache das ja nur für euch, dass ihr dann schöne Tomaten, schöne Gurken habt. Ja, aber wenn man arbeitet, dann noch im Garten, dann noch dies, dann noch das. Man ist nicht, wie im letzten Video auch gesagt, nicht präsent. Man flüchtet. Viele flüchten eben in die Arbeit, in das Triathlon, in den Marathonlauf, in das Hobby. Hauptsache, man ist nicht da, man ist nicht präsent. Und damit man vielleicht noch eine gute Ausrede hat, nennt man das dann ADHS, ADS, ADY, ADFX, ZFCKW und man hat Begriffe, aber es ändert sich dadurch nichts. Die Flucht ist da. Warum flüchten Kinder vor der Welt? Weil sie völligst unter Druck gesetzt werden. Leistung, 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 lernen, lernen, lernen. Und dann wundert man sich, warum Kinder unruhig werden. Und flüchten in den Computer, in die digitale Welt, wo sie dann mit dem Joystick, mit dem Spielboard da arbeiten, dass sie nicht präsent sind. Wo kommt es her? Nun, man muss sich nicht, wirklich nicht wundern. Also, es ist schon mehr als logisch. Die Eltern haben Angst, die Ängste kriegt man mit. Und dann flüchten die Kinder, weil sie das einfach nicht mit ansehen, nicht mit spüren können. Es wird alles zu viel. Ja, in Partnerschaften flüchtet man, der eine kommt, der andere haut ab. Vielleicht nennt man dann, glaube ich, Bindungsangst oder Verlustangst oder diese Angst und jene Angst. Nun, wo kommt alles her aus einem selbst? Und das ist natürlich einfach zu flüchten, wenn man sich in sich nicht wohlfühlt,
Wenn man dann plötzlich von Partner, der Partnerin gespiegelt bekommt, was ich eigentlich tue oder Dinge, die man nicht mag oder Dinge, die einen triggern, dann flüchtet man gerne davon. Aber man verändert sich dadurch ja nicht. Man hat vielleicht Tinnitus, ach ja, da kann man nichts machen. Nun, wenn man nur zu gewissen therapeutischen Formen Zugang hat, dann findet man sicher nichts und dann weiß man, ah, da kann man nichts machen, das ist halt so. Und ich habe dies ja, man flüchtet sich also in eine Krankheit. Ich kann dich nicht richtig verstehen, was wolltest du sagen, was muss ich noch machen? Ich höre leider so schlecht. Flucht. Ich habe Kopfschmerzen, aber ich kann mich jetzt nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Flucht. Man flüchtet in Krankheiten. Und es ist schlussendlich immer die Angst oder die mangelnde Motivation, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Eben diese Überforderung, man hat im Alltag Stress, Leistungsdruck und dann noch mit sich selber. Da erkennt man, das ist noch viel schlimmer wie in der Welt da draußen. Und dann ist man völligst überfordert, wenn man eingefangen ist in einem Hamsterrad der Gesellschaft und dann muss man noch mit sich selber sich konfrontieren. Das ist heftig. Oder dann Konflikte in Partnerschaften, wo man richtig getriggert wird und dann, ja, dann gehe ich halt lieber und dann setze ich mich damit nicht auseinander. Gut, wenn es nicht passt, ist es ja gut, aber manchmal flüchtet man dann auch, ja, der Partner, die Partnerin spiegelt mir meine Themen. Und dann kann man zwar gehen, aber die Themen nimmt man ja immer mit. Und vielleicht, wenn man an sich arbeiten würde, wäre die Partnerschaft wieder gut. Wer weiß, das sieht man oft gar nicht mehr. Ist es mein Thema? Ist es unser Partnerschaftsthema? Und so weiter und so fort. Aber man flüchtet gerne. Gerade auch in der heutigen Gesellschaft, naja, wenn die Arbeit keinen Spaß mehr macht, dann gehe ich halt. Suche mir was anderes, krieg dann vom Jobcenter Kohle, arbeite ich halt mal nix, kann ja nicht. Und man sieht, diese fehlende Stabilität des Menschen, sich ganz bewusst, ganz präsent mit den inneren Themen auseinanderzusetzen. Man muss natürlich nicht mit allen Themen gleich Freundschaft schließen und ja, jetzt bearbeite ich dich. Ja, manche sind halt so schmerzhaft, so tief, diese Wunden. Da kann man erstmal in Anführungszeichen flüchten, sage ich mal, Urlaub von meinen Themen. Aber dann sollte man sie wieder angehen. Oder ich kenne es aus der Yoga-Szene, dann flüchten manche in Ashram, in so Gemeinschaften, wo alle gleich sind, wo alle dasselbe Ziel haben anscheinend, aber jeder hat andere Themen und jeder hat seine Probleme mit da reingenommen. In dem Irrglauben, hier ist alles besser. Nein, es ist teilweise noch schlimmer, weil man eben zwei Gegensätze leben will, die nicht zusammenpassen. Einmal die heile Welt und auf der anderen Seite die inneren Themen, die man eben nur in der direkten Konfrontation lösen kann. Und zwar primär mit sich selber. Auch Partnerbeziehung oder wenn es mit den Kindern nicht läuft, das sollte man immer, meine Meinung, erstmal mit sich selber klären. Das heißt, was spiegelt mir das Thema? Was muss ich verändern in mir? Und manchmal merkt man dann, ich habe das selber auch probiert, und es ist wirklich so. Nicht alles, aber wenn man sich selber verändert, verändert sich die Beziehung zu anderen Menschen, zu den Kindern und so weiter. Das heißt, alles, was im Außen passiert, hat immer mit mir zu tun. Man ist immer selber die Sonne im eigenen Universum. Das ist nichts Egoistisches, sondern
Ich bin hier und alle anderen kreisen um mich rum. Die Familie, die Arbeit, die Freunde, alle sind außenrum. Ich bin das Zentrum meines Lebens. Immer. Das ist normal. Und so haben wir eben viele Universen und manche Universen treffen sich und dann wird man natürlich getriggert. Und das Leben ist halt so. Jeder hat andere Ansichten und man muss sich dann schauen, irgendwie zusammenraufen oder eben nicht. Aber egal, wo man hinflüchtet, man merkt, die Themen habe ich immer dabei und die kommen immer wieder. Man kann nicht vor sich flüchten. Ja, dann gehe ich nach Mallorca, mache da ein Geschäft auf, habe ich hier mal Ruhe. Nee, hat man nicht wirklich. Außer man hat sein Thema gelöst und ich kann mich jetzt von diesem Land lösen, gehe in ein anderes Land. Dann hat man es geschafft. Aber wenn man das nicht gemacht hat, nimmt man diese Themen immer mit. Und eben sind so beliebte Fluchtorte oder auch vor dem Alltag, man flüchtet sich in Sex, dann ist man kurzzeitig mal woanders, in einer anderen Welt, aber dann kommt man wieder, es geht immer wieder weiter. Alkohol oder auf der Arbeit flüchtet man mal in eine Zigarettenpause, Toilettenpause, aber man kommt immer wieder an die Problematik zurück. Nämlich in das Leben. Und das, was im Leben passiert, hat alles mit mir zu tun. Und Flucht bringt nichts. Man kann gewisse Dinge, wie gesagt, immer mal verschieben. Ah, jetzt habe ich gerade keine Muße, keine Kraft dazu oder irgendwie weiß ich gar nicht, was mache ich denn da mit diesem, sagen wir, mit dem Chef, soll ich jetzt weiter da arbeiten oder nicht? Dann macht man einfach irgendwann was anderes, denkt oder hört Musik oder was weiß ich. Aber irgendwann müssen diese Themen immer gelöst werden. Und der Mensch merkt im Laufe seines Lebens, gewisse Dinge kommen immer wieder auf einen zu. Man kann machen, was man will. Bestimmte Situationen, die immer ähnlich, immer gleich sind, immer wieder dieselben Menschen trifft man und man wird immer wieder reingelegt, verarscht zum Beispiel. Oder man sagt ja, ich ziehe immer dieselben Männer, Frauen, sonstiges an und immer wieder geht dasselbe von vorne los. Das sind so Wiederholungsthemen und wenn man die eben nicht löst und flüchtet, dann muss man eben damit leben. Aber das will man dann auch nicht und dann flüchtet man. Ja, die allseits beliebte Flucht. Man sollte beginnen, sich seinen Ängsten allmählich langsam zu stellen. Mit Hilfe, ohne Hilfe, durch was auch immer, versuchen diese Themen zu lösen, dass sie nie mehr wiederkommen. Und man merkt dann im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, wenn man das so praktiziert, es geht immer tiefer und manche Themen, da weiß man gar nicht, kann man rational gar nicht mehr drüber nachdenken, wie macht man das, sondern man geht dann einfach weiter und übt und übt, Yoga zum Beispiel, und dann, ja, kommt's. So oder so. Nun, so sage ich mal wieder danke fürs Zuhören, Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal. Flüchtet nicht von meinen Videos, sondern teilt die Videos. Und wenn jemand flüchten will von meinen Videos, dann schickt sie ihm nach. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.